Ägypten. Heimat der Savanne. Königin der Wüste. Heimat der Pharaonen. Der Geschichte und der Kultur. Aha, aha, vielleicht machen wir das mal in die Richtung. Willkommen ja beim Enras. Nein, möchte ich nicht einschalten. So, willkommen in Ägypten und genau jetzt werde ich eine kleine Aufnahmepause machen. Das ist doch eine tolle Sache und passt doch super ins Konzept. So, also speichern und beenden und wir sehen uns gleich wieder bei der nächsten Aufnahme. Bis dahin sage ich tschüss, tschüss, Ladebalken, Ladebalken. Bis gleich in der nächsten Aufnahme. Tschüssi. So, ja, und da sind wir auch wieder hoch im fernen Ägypten, würde ich mal sagen, bei den Sims. Und ich weiß schon wieder gar nicht mehr, ist schon wieder ein bisschen her, dass ich aufgenommen habe. Aber auf jeden Fall wollten wir uns hier ja die Krätze holen und wir wollten hier mal gucken, wie es in Ägypten so aussieht. Das ist bestimmt alles ganz malerisch. Hier in unserem kleinen ägyptischen Dorf, wer ist das denn hier? Yusuf Nagi. Ach Mensch, Nagi dir ein. Vom Besonderheitenhandel, das ist sowas wie die Lebenshilfe hier in Ägypten. Was haben wir hier noch? Da haben wir Scheich Abdul Ubala und hier ist noch das und da ist auch noch das andere. Ich guck mal ganz kurz rum. Können wir hier nicht hin? Das sieht ja schon ganz cool aus eigentlich, möchte ich mal sagen. Aha, aha. Ja, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? So? Ja! Oh, warte, die Musik war cool. Verdammt! Ach, das ist hier der örtliche Locus, also der Swimmingpool und so. Ach, das sieht ja interessant aus. Und hier sind auch diese komischen Dächer, die wir damals noch bei den Schlömpels drauf hatten als Silikondachersatz, sage ich mal. Was ist denn das hier? Und wer... warte mal, ach komm. Schiffsoase mit Schiffswrack. Oh, das will ich sehen. Ach, sieh mal einer an. Hier haben sie also den Minecraft-Film gedreht. Sieht auch ein bisschen aus wie bei den Siedlern übrigens. Also nicht bei den Übersiedlern, sondern hier bei dem Spiel. Was haben wir da? Die Oase des Pharaos. Die ist natürlich sehr klein. Es ist ein sehr armer Pharao. Es begab sich vor einer Zeit. Da lebten einst Schakale in der Wüste Gobi. Und es lebt ein kleiner Pharao. Und sein Name war Tim. Er hatte einen sehr kurzen Namen, denn er war Tim. So, was haben wir hier? Was ist das hier? Ach, da kann man einfach pennen und da ist hier so eine offene Küche und alles. Wände braucht man nicht, das ist ja alles ganz easy. Und hier Grabstein oder irgendwas, das gehört einfach zur Kultur, einfach so einen Grabstein neben seinem Haus zu haben. Auch für zu Hause immer schön. Was haben wir hier? Karnak-Ruinen. Ja, ich weiß, wir spielen gleich weiter. Ich will hier auf jeden Fall nochmal rumgucken. Die Pyramiden des Windes. Und die große Pyramide. Das hier ist eher die kleine. Das hier auch. Pyramide des brennenden Sandes. Wenn Sand brennt, wird Glas draus. Also es ist eine Glaspyramide. Hier ist Camp Erde. Und hier ist Abu Simbel. Simbel war früher mal so ein Popstar, formerly known as Prinz, ne, hier Simbel, kennt er ja vielleicht. Oder auch der Vater von dem Löwen hier, ne, hier, nee, Simbel war ja der Sohn, also Simba. Wie ist denn der Vater? Mann, hab ich, nee, Kimba, Simba, Limba, Pimba, ist ja auch egal, Pumba. Pumba war der uneheliche Vater von Simba, so, jetzt habe ich ein Disney-Dingens zerstört. Ende der Wüste. Hier ist das Ende der Wüste übrigens, wollte ich nochmal sagen. Und ich glaube, dann haben wir das jetzt. Mufasa. Mufasa hieß der von Richard Kimball, der Vater hieß Mufasa. So, jetzt haben wir das komplett durcheinander gebracht. Und jetzt, die Schlömpels. Da ist die Gruft der Entdeckung. Was wir jetzt machen müssen, ist natürlich ein bisschen Bauchtanz. Ich mache das gerade hier vom Rechner so ein bisschen. Ich habe jetzt extra mein bauchfreies Shirt angezogen. Mache dann hier so ein bisschen Bauchtanz. Ja, ja, Schakadalim. Mache hier so Bewegungen. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen den gebührenden Ernst in die Angelegenheit bringen. Nämlich, Sabrina muss 4 Stunden durch Ägypten joggen.
Das ist einfach, das verlangt ihre Religion von ihr. Und dabei soll sie noch, mit Ästen soll sie dabei gezüchtigt werden und von hungrigen Hunden verfolgt. So, hier ist die große Sphinx. Wo schicken wir sie denn mal hin? Zum Angeln beim Schiffswrack? Ich weiß es gar nicht. Zu den Pyramiden. Vielleicht hier zum Strand wäre natürlich schön. Ich sehe hier überall nur Sand. Mann. Wasser im Sand. Ach ja, Pyramide des Himmels. Das sind alles so Ausgrabungsstätten, da will ich aber gar nicht hin. Auf dem Friedhof. Gibt es denn in Ägypten keine Kung-Fu-Schule? Pass mal auf, den Markt besuchen. Hallo? So, da müssen wir noch ein bisschen Sand nachladen. Da wird jedes Sandkorn wird hier einzeln nachgeladen. Das ist so ein Feature. Und dann würde ich mal sagen, hierhin joggen. Sie kann das ja wenigstens im Gegensatz zu unserem Freund. Also zu Fridolin. Ich weiß nur nicht, ob sie dafür vier... Da wird sie keine 4 Stunden für brauchen. Naja, sie muss ja 4 Stunden insgesamt joggen. Ich weiß nur nicht, wie sie das insgesamt dann hinkriegen wird. So, was wir mal machen ist, direkt einen Blick an die Abenteuertafel werfen. Jetzt habe ich schon 5 Minuten mit gar nichts verbracht. Cool. Hallo? Ach so, hier, Pause. So, Sabrina legt sofort... Ah, jetzt aber. Sabrina van Damme hat Ägypten besucht und wird sich daran als Land farbenprächtiger Märkte... Also hier, das hier ist der farbenprächtige Markt. Gefährlicher Schlangenbeschwörer und geheimnisvoller Grüfte erinnern. Uhu. So, Auslandsgeschäfte für Fridolin Schlömpel. Kaum hier, schon im Business. Morgus Korps hat von der ägyptischen Regierung den Auftrag erhalten, antike Relikte, 3 an der Zahl, aus den Grüften Al-Simaras zu bergen. Die Arbeit ist gefährlich, dafür aber auch sehr rentabel. Sollte dein Interesse geweckt sein, melde dich bei Salakamel. Heißt er wirklich Salakamel? Ist das nicht ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen... Naja, ist ja auch egal. Also bei Salah Kamel, um weitere Informationen zu erhalten. Visumpunkte und Schatz. Willst du annehmen? Na klar. Dann kontaktieren wir doch mal den Kontaktmann. Hallo? Wahrscheinlich auch hier wieder mit einer Menge rumlaufen. Das ist ja gar kein Problem. Hier Sabrina hat besucht, Fridolin Schlömpel hat besucht. Die Abenteueranzeige hilft dir deine Abenteuer... Huch, Fridolin will Auto fahren. Die Abenteueranzeige hilft dir deine Abenteuer übersichtlich zu organisieren. Möchtest du mehr über die Abenteueranzeige erfahren? Natürlich wollen wir das. Beschreitet dein Sim Abenteuer in fremden Ländern, kann die Abenteueranzeige äußerst hilfreich sein. Klicke auf den Abenteuer-Tagebuch-Button, um das Tagebuch zu öffnen. Hier, da ist das. Hier kannst du die aktuellen Ziele deines Sims ablesen. In manchen Fällen kannst du auch auf ein Ziel klicken, damit dein Sim dieses abschließt. Die Abenteueranzeige erscheint nur, wenn dein Sim ein Abenteuer bestreitet. Du kannst die Abenteueranzeige minimieren, indem du auf diesen Pfeil hier klickst. Aha. So very good thing to know, as we say. Oh, warte. Ach, guck mal, da wird gerade eine ägyptische Frau verfolgt. Ich glaube, der wird gleich ein Ungemach bereitet. Hier, ne? So, hier ist Frau und da ist... Was ist das da? Hier, Mann. Das ist bestimmt hier gerade Zwangsheirat und sowas. Und hier haben wir auch schon, was ist denn das? Irgendwer aus Monkey Island, wie es aussieht. Die dann nachts über die Insel schlendern. So. Folgen wir mal Fridolin. Hi, Fridolin. Hi, Fridolin. Ist Sabrina noch am Joggen? Jawohl. Und Fridolin joggt auch. Hi, Fridolin. Hi, Fridolin. Hallo? Nee. Hallo? Doch. Gnä, Frau? Ich hab da mal ein Anliegen. Wegen so Schätze und so, ne? Hier, weißt du Bescheid? Verdienst von Fridolin, 10 Visopunkte und qualitativ hochwertig getrocknete Lebensmittel. Jawohl! Probelauf. Aha. Ach, ich freue mich, dass ich Hilfe aus Al-Simara erhalte. Ist das... Sagt Fridolin das oder sagt sie das? Hm.
Also egal, komm hier. Ach, ich freue mich, dass ich Hilfe aus Alsimar erhalte. Ich rate dir nochmal, auf den Markt zu gehen, bevor du dich auf den Weg machst. Kaufe ein Zelt, das hast du bereits. Getrocknete Lebensmittel, auch das hast du bereits. Und natürlich auch getrocknete Datteln und einen Iltis-Hut. Und eine Expressdusche, damit du nicht irgendwo hungrig und verdreckt in den Dünen liegen bleibst. Hier hast du ein paar getrocknete Lebensmittel. Schmeckt scheußlich, erfüllt aber seinen Zweck. Du musst etwas für mich erledigen. Ich habe versehentlich ein paar Papiere in einer Gruft in der Nähe vergessen. Betritt die Gruft der Entdeckung, finde meine Papiere und bringe sie mir. Dafür werde ich dich belohnen und mit weiteren Aufgaben betrauen. Ich habe jetzt nur mal so gelesen, wie hier gerade das Scrollrad, wenn man da drückt, das ist wirklich wahnsinnig, diese Geschwindigkeit, wie das vorbeizieht, das flirrt nur so vor den Augen. Meine Fresse, nehm natürlich an. Wo sind wir denn hier gelandet? Die Lebenshilfe war doch da hinten irgendwo. Nein, Entschuldigung. Entschuldigung, nicht so empfindlich, meine Herren. Und Damen natürlich auch. Wir sollen die Gruft der Entdeckung finden. Die müssen wir erstmal entdecken, die Gruft der Entdeckung. Wo versteckt die sich denn? Hier! Die Gruft der Entdeckung und da haben wir... Schlömpel? Ach, die Gruft der Entdeckung ist hier gleich am Eingangsgedingense-Gedönse. Gruft der Entdeckung besuchen. Und was macht Sabrina? Die muss hier inzwischen joggen. Ist die da noch fleißig am Laufen? Ja, ich glaube, die ist noch fleißig am Laufen. Ist egal, ich verbrenne hier gerade. Ich habe auch gar keine Sonnenmilch drauf. Scheiß drauf. Ich habe gar keine roten Haare. Das ist Sonnenbrand und Blut. Guck mal, die lachen die da hinten aus. Weil die so dämlich ist, hier auch noch barfuß und sowas rumzulaufen. Das sind irgendwie der Sand und die Steine, die haben gefühlte 3000 Grad. Das ist hier voll der Brutkessel. Aber Sabrina, ist egal. Die ist auch Solariums gestellt. Das ist gar kein Problem. So, da geht's auf jeden Fall gerade mit dem Balken hoch und die Frage ist, wie lange wird sie brauchen? Was will sie machen? Einen Einheimischen kennenlernen. Das können wir ja gewähren, einen Markt besuchen, auch das soll passieren. Sie joggt gerade 1,4 Stunden erst. Gut, wo lassen wir sie denn dann mal hinjoggen? Die ist jetzt hier, dann lassen wir sie mal dahin joggen. Lassen wir sie mal hier hin joggen. Kommt sie da irgendwie in den Pool rein? Über diese Treppe nur. Das ist ja gewitzt gemacht. Das heißt, wir müssen hier einbrechen. Ne? Wir sind ja im Ausland. Wir sind ja hier quasi Ausländer sozusagen. Das heißt, das ist gar kein Problem. Wir können in die Wohnung einbrechen. Nein, jetzt hier nicht wieder aufregen. Wir sind doch jetzt hier die... Wir sind doch hier Ausländer. Wir sind Ausländer. Ne, ich darf jetzt Ausländerwitze machen, weil ich bin ja gerade ein Ausländer hier in Ägypten. Ne, also insofern ist das alles gerechtfertigt. So, hierhin gehen, hierhin joggen. Komm, ist egal. Ausländer kann auch mal laufen für sein Geld, ne? Da ist die deutsche Seele erzürnt. So, huch. Der andere Ausländer ist hier schon weggesperrt, ne? Wollte ich nur mal sagen. Ach, da ist eine Treppe. Ach so. Was haben wir denn hier alles? Ah ja, betrachten. Kann ich hier was klauen? Nee, kann ich nicht. Nein, jetzt keine Ausländerwitze bitte. Das gehört sich nämlich nicht. So, hier hingehen. Kann ich jetzt hier? Jawohl. Aha. Wir sind... Außer, na, Spaß haben wir jetzt nicht so viel. Kann man hier auffegen? Nee. Mann... Ist ja total schmutzig, weißt du? Ich komme hier hin und nichts ist gemacht. Ekelhaft. Die sollen sich wenigstens mal eine Putzfrau holen für hier unten. Das geht doch so nicht. Erstmal schön Gold klauen. So, Fridolin Schlömpel hat 7 antike Münzen geklaut. Dein Haushalt verfügt jetzt über insgesamt 131 geklaute Münzen. Gut zu wissen. Hier, einfach mal alles öffnen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ist doch egal. Ein Halbmond-Schlüsselstein. Wo könnte der bloß hinpassen? Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht.
Sabrina van Damme ist übrigens soeben stark geworden. Sie wird nie den Tag vergessen, als ich das ganze Training aushalte. Natürlich, Frido den Schlömpel hat eine Schatztruhe geöffnet. Natürlich spielt auch der Inhalt der Truhe eine Rolle, aber er wird sich immer daran erinnern, sich richtig stark gefühlt. Das haben wir doch schon gemacht hier alles. Auch mit den Schatztruhen und so, aber wahrscheinlich, weil es in Ägypten gerade neu ist.